Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo dabei seid. Heute geht es um das Thema neue Fahrgastrechte bei der Bahn. Unwetter, wenn keine Bahn mehr fährt. Bei Unwettern können Züge häufig nicht mehr planmäßig fahren. Wer sein Ziel nicht oder später erreicht, konnte bisher unabhängig von der Ursache der Verspätung oder des Ausfalls Geld zurückfordern. Ab dem 7. Juni 2023 treten Neuregelungen der Fahrgastrechte in Kraft. Was bedeutet das für die Fahrgäste? Bei Unwetterwarnungen werden leitgeprüfte Pendler sofort hellhörig. Und die Deutsche Bahn fordert Reisende auf, unbedingt vor Fahrantritt noch einmal ihre gebuchten Verbindungen zu prüfen. Oft kommt es durch Unwetter zumindest zeitweilig zu Verspätungen und Ausfällen bei der Deutschen Bahn. Wenn du mehr als eine Stunde später an dein Ziel kommst, kannst du normalerweise Geld zurückverlangen. Das gilt im Fernverkehr und im Nahverkehr gleichermaßen. Und unabhängig davon, welches Eisenbahnunternehmen der Betreiber ist, U-Bahn oder Straßenbahn, ja Oberleitungsbusse oder ähnliches, zählen hingegen nicht dazu. Erreichst du dein Ziel mindestens 60 Minuten später, kannst du 25% des Fahrkartenpreises einer einfachen Fahrt zurückverlangen. Ab 120 Minuten Verspätung sogar 50% des Fahrkartenpreises. Oder auf die Beförderung verzichten und den gesamten Ticketpreis zurückfordern. Oder deine Reise abbrechen, kostenlos zum Startpunkt zurückfahren und die Erstattung des Preises für die nicht genutzte Strecke zurückverlangen. Pauschale Entschädigungen bei Zeitkarten. Wenn du eine Zeitkarte des Nah- oder Fernverkehrs nutzt, also zum Beispiel ein Abo-Ticket, also eine Monatskarte zum Beispiel, hast du hier Anspruch auf pauschale Entschädigung bei Verspätung und Ausfällen. Bei einer Zeitkarte für den Nahverkehr sind das 1,50 Euro in der zweiten Klasse und 2,25 Euro in der ersten Klasse. Bei einer Zeitkarte des Fernverkehrs sind es 5 Euro in der zweiten Klasse und 7,50 Euro in der ersten Klasse. Das bedeutet pauschal gesagt, kommt die Bahn permanent zu spät, ist technisch, theoretisch sogar die Möglichkeit, dass ihr damit Stück für Stück euren ganzen Betrag zurückerstattet bekommen könnt. Ausgezahlt werden Entschädigungen allerdings erst ab 4 Euro. Abo-Inhaber müssen als Verspätungen, diese ganzen Verspätungen sammeln und bekommen die Entschädigung erst ausgezahlt, wenn die Summe über 4 Euro liegt. Die Erstattung kannst du dir bei der Deutschen Bahn über das Fahrgastrechteformular oder online über die Internetseite der Deutschen Bahn-App beantragen. Neue Fahrgastrechte ab Juni 2023. Bisher hat die Ursache der Verspätung keine Rolle für die Entschädigungsansprüche gespielt. Das ändert sich am 7. Juni 2023 für euch alle. An diesem Tag tritt die Neufassung der EU-Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr in Kraft. Danach entfällt der Entschädigungsanspruch, wenn die Verspätung oder der Ausfall infolge außergewöhnlicher Umstände eingetreten ist, die nicht im Einflussbereich des Bahnunternehmens liegen. Zu diesen außergewöhnlichen Umständen gehören zum Beispiel extreme Wetterbedingungen, große Naturkatastrophen oder schwere Krisen im Verhalten Dritter. Betreten der Gleise, Kabeldiebstahl, Notfälle im Zug, Strafverfolgungsmaßnahmen,
Wie zum Beispiel, wenn der Ticketprüfer mal wieder die Polizei ruft und sich dadurch alles verspätet. Sabotage oder Terrorismus sind alles Verschulden, die man von der Bahn nun komplett ausschließen kann. Bedeutet eigentlich, dass die grundsätzlichen Verbesserungen wieder keine sind. Denn ich finde, nach dem Ausschluss der gesamten Kriterien gibt es eigentlich kaum noch einen Grund, warum man sein Geld zurückbekommen kann. Wichtig: Mit außergewöhnlichen Umständen sind nicht normale, jahreszeitlich bedingte Witterungsbedingungen wie zum Beispiel Herbststürme gemeint. Vielmehr muss es sich um außergewöhnliche Naturkatastrophen handeln. Ja, also der Spielraum ist hier wieder sehr, sehr schwammig. Auch gut zu wissen, eine Verspätungsentschädigung steht dir weiterhin zu bei Streiks des Personals, des Bahnunternehmens, bei Handlung oder Unterlassung eines anderen Unternehmens, also was die Bahn halt eben stört, die auch auf der Gleise fahren, oder ein Zug von einem anderen Bahnunternehmen auf dem Gleis im Weg steht, das dasselbe Infrastruktur halt eben einfach benutzt. Handlungen oder Unterlassungen des Infrastrukturbetriebes und des Bahnhofsbetreibers zählen halt auch nicht zum Ausschlussverfahren dazu. Das heißt, macht der Bahnhofbetreiber irgendeinen einen Fehler, dass die Züge nicht rausfahren können, bleibt die Bahn auf den Kosten sitzen. Aber wie gesagt, Naturkatastrophen, Stürme, und die bekanntliche Schneeflocke auf den Bahngleisen, die werden jetzt hier natürlich ausgeschlossen aus eurer Rückerstattungsmöglichkeit. Also all die Gründe, worum sich die Bahn hätte die letzten Jahre kümmern müssen, es aber nicht getan hat. Das Schneeflockenproblem, sobald die Gleise einfrieren, ließe sich eigentlich lösen, indem man zum Beispiel wichtige Bahnstellen wie Weichen einfach beheizt. Und das gibt es tatsächlich schon in Deutschland. Allerdings sind die Kosten hier wohl wie immer einfach zu hoch und man baut es einfach nicht ein. Wenn dann eben das Stellwerk einfriert, hat der Fahrgast schlichtweg Pech gehabt. Was extreme Witterungsbedingungen sind und was im Einzelfall unvermeidbar für die Eisenbahnunternehmen ist, wird die Praxis also wieder zeigen müssen. Wichtig für die Fahrgäste: Diese Einschränkungen betreffen nur die Entschädigungsansprüche, die wegen verspäteten Eintreffens am Zielbahnhof entstehen. Weitere Rechte bleiben davon unberührt, etwa dass bei größeren Verspätungen die Weiterreise auf anderem Weg organisiert oder dem Fahrgast notfalls die Übernachtung gestellt werden muss in irgendwelchen Hotels. Auch die Option, die Reise abzubrechen und sich den Preis für das dann umgenutzte Ticket erstatten zu lassen, bleibt erhalten. Ab bzw. seit dem 7. Juni 2023 darf das Bahnunternehmen Reisende zudem auch kostenlos auf den Zug eines anderen Bahnunternehmens umbuchen. Bahngastrechte-Reform? Bahngastrechte bleiben auf der Strecke. Der Verbraucherzentrale Bundesverband, also VZBV, kritisiert, dass bei der Umsetzung der EU-Bahngastrechte die Verbraucherinteressen in Deutschland auf der Strecke bleiben und fordert, damit den öffentlichen Nahverkehr eben attraktiver zu machen. Müssten Fahrgäste schon bei einer Verspätung von 30 Minuten mit einem 10-Euro-Reisegutschein entschädigt werden und nicht wie bisher erst ab der 60. Minute. Das wäre ein echter Anreiz für die Verkehrsunternehmen, pünktlicher zu sein. Meiner persönlichen Meinung nach dürfte es überhaupt keine Verspätungen geben, wenn man auf dieses Unternehmen umsteigen soll. Wenn man Bahnreisen attraktiv machen möchte, hat es hier nicht eine Sekunde Verspätung zu geben. Ist allerdings nur eine persönliche Meinung. Auch, dass Kunden und Kundinnen des Deutschlandstickets künftig teilweise von der Bahngastrecht-Geschichte ausgeschlossen werden, ist das falsche Signal. Habe ich das Recht auf eine kostenlose Taxifahrt?
Steigst du auf ein Taxi um, musst du die Kosten dafür selbst tragen. Es sei denn, das Bahnunternehmen sorgt für Taxen als Ersatzverkehr. Nimmst du dir ein Taxi auf eigene Faust, erstattet das Bahnunternehmen die Kosten in der Regel nur, wenn die letzte fahrplanmäßige Verbindung den Zielbahnhof ohne Nutzung eines anderen Verkehrsmittels nicht bis 24 Uhr erreicht oder wenn sich zwischen 0 und 5 Uhr die planmäßige Ankunft am Zielort um mehr als 60 Minuten verspätet. In diesem Fall werden Taxikosten bis zu einer Obergrenze von 120 Euro. Vor dem 7.06.2023 betrugen diese Kosten hier höchstens 80 Euro. Und last but not least, konnten Reisende sich bisher ein Jahr Zeit lassen mit dem Erstattungsbetrag, müssen sie künftig schneller tätig werden. Die Ansprüche erlöschen, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Geltungsdauer des Fahrausweises geltend gemacht wurden. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass ihr nun definitiv etwas sicherer mit der Bahn fahrt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass sich diese Gesetze nun verändert haben. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden am Ende nicht merken, dass sie kein Geld zurückbekommen können. Denn man kann sein Geld zurückbekommen. Klar ist, dass wir nicht immer alle informieren können, aber klar ist, dass wir alle darüber versuchen können zu informieren. Teilt daher sehr gerne meine Videos mit den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos und Informationen zum Thema Betrug mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist von Callcenter Abzocker an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.